Dobrik, meine Freunde, was geht ab? Heute zeige ich euch, wie man in dem neuen Call of Duty schneller levelt. Eigentlich ganz simples Video. Ich hoffe, mit dem Video kann ich euch zeigen, wie man schneller levelt. Und ja, viel Spaß. So, meine Freunde, ich zeige euch mal ein paar Sachen, wie ihr schneller levelt. Also erstmal, wenn ihr eure Waffen levelt, dann levelt ihr gleichzeitig euer EXP. Ich zeige euch das mal. Ihr geht hier auf Waffenschmied, dann Tarnung ändern. Entschuldigung, Herausforderung. Und dann seht ihr hier eure Aufgaben, wie ihr XP bekommt. Zum Beispiel seht ihr jetzt hier, genau hier, wenn ihr eure Waffe Gold macht, dann kriegt ihr 5000 XP. Also nebenbei beim Waffenlevel könnt ihr auch eure Erfahrung, also euer Spielerbonus, hochspielen, ja? So, jetzt seht ihr das. Hier hinter meiner Cam, ja? Hier war vorher meine Cam. Seht ihr Aufgaben. Aufgaben, wie ihr diese Operator freischaltet. Hier. Und die schaltet ihr frei, indem ihr die Aufgaben macht. Und danach, wenn ihr diese Aufgaben fertig habt, stehen da weitere Aufgaben, um XP zu bekommen oder beziehungsweise um euer Charakter zu leveln, ja? So, ich habe jetzt zum Beispiel noch keinen Operator, weil kurz und knackig gesagt, ich wollte das Video so schnell wie möglich droppen, damit ihr wisst, jo, so muss ich leveln, so muss ich leveln, versteht ihr? So, dann, hier gibt es weitere Herausforderungen. Ihr wisst jetzt, mit den Waffen levelt ihr schneller. Wenn ihr die Waffen levelt, kriegt ihr von den Waffen her mehr XP. Und dazu kommt noch die Operator. Wenn ihr die Operator levelt, kriegt ihr auch noch mit den Aufgaben weitere XP. Weiteres kommt die Herausforderung, ja. Hier stehen Herausforderungen, die ihr auch nebenbei einfach machen könnt. Kurz und knackig. Zerstöre 5 feindliche Abschussserien. Zack, 1000 EP. Einfach mal einen Granatenwerfer mitnehmen, nebenbei, zack, bumm. Einfach hier euch die Herausforderung angucken und ja, so levelt ihr im Endeffekt. Kurz und knackig und natürlich zocken, 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 zocken. Am Ende eines Spiels werden ja 3 verschiedene Spieler angezeigt, bei welchen ihr abstimmen könnt, wer der Beste war. Zum Beispiel jemand hatte die meisten Mehrfachabschüsse, jemand war mit seinen meisten Verbündeten unterwegs und dann könnt ihr eure Stimme abgeben. Wer für euch der beste Spieler war, dafür kriegt ihr auch 25 EP. Und wenn ihr ausgewählt werdet, kriegt ihr natürlich auch nochmal EP, falls ihr in der Auswahl steht. Ja, im Endeffekt, so levelt ihr am schnellsten. Jetzt klatsche ich noch ein bisschen Gameplay hinten dran. Das war meine erste Runde. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, wie man schneller levelt, ja. Ja, das war's dann im Endeffekt. Ah, noch eine Sache. Wenn ihr einen eigenen Clan habt, ja, also ein eigenes Clan-Tag, kriegt ihr nochmal 10% EP-Bonus. Also sucht euch einen Clan, weil dann diese 10% sind sehr, sehr viel. So, viel Spaß mit dem Gameplay.
Ich glaube, Deckung können wir echt probieren.